Moin, moin, moin und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es gehen, wie wir diese Plastikteile an den Fensterschaltern von dem Softlack befreien. Ich habe es leider ein bisschen verkackt. Nicht die Arbeit, sondern ich habe die Videos durch wahrscheinlich 8000 Konverter gezogen, habe mir wahrscheinlich dabei 200 Viren runtergeladen. Das Problem ist, irgendwie geht es nicht. Die Videos sind absolut blass und haben irgendwie nicht mehr die Qualität, wie sie eigentlich sein sollen. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich die runtergezogen auf dem PC und konnte sie schon dort gar nicht angucken, musste sie durch einen Konverter hauen. Wie gesagt, trotz alledem wollte ich das hochladen, weil ich finde es sehr interessant gewesen und auch ziemlich witzig, weil das, ja, ich glaube, eine unübliche Weise ist, um Softlack zu entfernen. Aber ich meine, es funktioniert. Sieht auch schick aus. Also, genießt das Video. Ich meine, auch wenn die Qualität vielleicht nicht ganz stimmt, es geht schließlich ja um den Content. Bleibt dran, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Softlack sieht hier halt extremst scheiße aus. Mir leid, extremst schlecht aus. Türverkleidung ist ab. Jetzt versuche ich dieses Teil hier abzunehmen. Und ich habe letztens schon... Wo war denn das nochmal? Irgendwo habe ich Softlack schon entfernt, genau. Das war hier an den Knöpfen hier. Da habe ich tatsächlich Desinfektionsmittel genommen. Das werde ich da genauso versuchen, weil unter dem Softlack verbirgt sich eigentlich noch recht gutes Plastik. Sieht eigentlich ganz gut aus. Von daher gehe ich mal von aus, dass es damit ganz gut funktionieren wird. Hauptsache es hat Alkohol. Entfernt Softlack ganz gut. Und dann hoffen wir mal das Beste. Ich wollte jetzt das Teil hier abnehmen und das ist, glaube ich, soweit sogar nur gesteckt. Genau. Das geht ja gar nicht. Ja. Ekelhaft. Bin schon so weit gekommen, dass ich das zumindest auf der einen Seite ja hochbekommen habe, so. Aber irgendwie, weiß nicht, irgendwo hält es noch. Seid hierbei vorsichtig, wenn ihr die rausnimmt. Hier sind irgendwie so, keine Ahnung, Federn und Stifte drin und so. Einfach auf den Haufen legen. Kann man wieder nachträglich reinlegen. So, dann haben wir das Modul so in der Hand. Ein bisschen sauber machen. Gut, also zuallererst trage ich das überall einmal auf, dass das quasi mehr oder weniger einwirken kann. So, jetzt nehme ich diese Bürste hier. Fangen an, das herunter zu bürsten. Man sieht ein bisschen die Schleifspuren. Also man sieht einfach, dass es da zum Beispiel so fleckig. Trotz alledem ist das tausendmal besser als vorher. Deswegen bin ich mit dem Ergebnis an sich eigentlich sehr zufrieden. Und so bauen wir das wieder ein. Bevor wir das einbauen, lackieren wir noch die Fensterheber-Dinger da. Ich hoffe, dass das relativ matt ist. Hoffe ich zumindest. Und wie ich vorgehen möchte, genauso. Ich werde die weiße Stelle werde ich gleich ausschneiden mit dem Cuttermesser. Also diese Fenstersymbole und den Rest werde ich lackieren. Wenn es scheiße ist, dann, ne, dann bestelle ich welche, dann mache ich das noch. Aber ich versuche es einfach. Und wenn es gut ist, man kann es ja versuchen. Ich meine, wenn ich neue kaufe, werfe ich die weg. Deswegen, irgendwie habe ich auch Lust drauf. So, das wird jetzt natürlich nicht so einfach. Darf auch nicht zu tief reinschneiden. Das werde ich jetzt bei allen vier machen und dann hoffen wir mal, dass das okay aussieht.
wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und so baue ich die dann jetzt ein. Oder auch nicht. Ja, also, sieht scheiße aus. Ich habe mal geschaut, kosten jetzt, Stand 10 Euro bei eBay, 4 Stück. Jetzt wollte ich mal gucken, weil die einzelnen, jetzt zum Beispiel für hinten rechts, kostet irgendwie einer, also ein Taster kostet irgendwie auf einmal 6 Euro. Und dann muss ich vorne 6, hier 6, da 6, 18, 10 Euro 4 Stück. Habe ich mir gedacht, ich gucke einfach mal, ob hinten rechts zum Beispiel der gleiche ist wie vorne die beiden 4. Dann bestelle ich nämlich einfach 4 Stück und klatsche die hier rein. Also ich bestelle quasi 8 Stück. Habe ich einen zu viel? Aber egal. Stand der Dinge so, das muss ich leider morgen machen. Es ist schon spät. Jetzt wollte ich mal schauen, ob diese 4 auch in die anderen passen. Also hier rein, auch da rein. Und ich habe die jetzt eben hier rauf gesteckt. Also das sind ja die alten. Und das Modul ist ja von dem hier, von dem Teil. Und die passen soweit. Das heißt, ich werde einfach zweimal die 4er-Kappen für den Fahrer, für die Fahrerseite bestellen. Also, die haben hier einen Skandal entdeckt. Das ist Abzocke. Abzocke ist das. Ich spare hier schließlich, was spare ich? 6 Euro. Ah, ich spare 6 Euro und habe noch ein mehr. Gut raufgemacht und wie man sehen kann, sind die viel zu schmal. Die gehen auch fast gar nicht drauf. Man sieht auch ein bisschen, dass die unten bauchig werden. Auf der Kamera sieht man es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sind die zu schmal. Deswegen Heißluftföhn, bisschen aufdehnen und dann passt das wieder. Wenn man fertig ist, sieht das dann so aus. Alles klar. Heißluftföhn aufgemacht und unten mit dem Schraubendreher langgekeilt. Und jetzt sieht man, läuft das schon deutlich besser. Ich mache noch ein bisschen weiter. Und dann kommen ja noch die ganzen Federn und so rein. Dann sollte das auch wieder zurückspringen. So, hier kann man auch gut erkennen, wie bauchig die werden. So passt der quasi rein. Ja, soweit musste ich ihn aufdehnen. Gut, und ich habe das alles hier reingelegt, die ganzen Federn und so. Gehe ich wie folgt vor, dass ich das hier einfach die Federn halt reinlege, da wo sie reingehören. Man hat echt Angst dabei, weil wenn so ein Teil verloren geht, weiß man, es ist vorbei. Weil das kriegt man wahrscheinlich nirgendwo mehr her. Also hier gehe ich einfach mal von aus. Wobei, okay, man kann sich dieses ganze Modul kaufen, ne? Aber wäre halt unnötig einfach. Gut, die Federn sind drin, dann kommen hier noch diese Stifte rein. Ein bisschen sauber machen. Ach, genau so passiert das. Und dann Deckel drauf, der kommt so rauf. Da ist er noch nicht drauf. Und dann, wie auch vorhin gesagt, kommt er zurück. So wie es sein soll. Die Fragen aller Fragen. Bin ich zufrieden? Ja, bin ich. Die Teile an sich sind super geil. Also ich meine jetzt die Plastikteile. Hat sehr gut funktioniert mit dem Handdesinfektionsmittel. Bin auch, wie gesagt, Optik. Sieht eigentlich aus wie neu. Außer vorne, hier links, da ist so ein bisschen fleckig, speckig, aber trotzdem tausendmal besser als vorher. Womit ich nicht zufrieden bin. Mit diesen billig China-Scheißdingern, Alter. Gefühlt ist das da schon weit. Die Dinger sind kacke einfach. Die haben nicht gepasst. Irgendwie auch, ja, eigentlich geht's jetzt so, aber es war viel zu viel Arbeit. Real Talk, kein Spaß. Ich war locker eine Stunde dran. Die Dinger nur irgendwie so hinzufriemeln, dass sie überhaupt reinpassen. Für 20 Euro ist das zu viel Arbeit hier. Jedenfalls sind die nicht ganz so geil. Aber trotzdem, ich sag mal so, das Auto sieht einfach, wenn man jetzt so die Tür anschaut, das sieht halt gut aus. Vorher war
war das halt reinster Müll, ne? Überall Softlack, alles ab, die ganzen Schalter waren kacke. Von daher, ich bin absolut zufrieden in dem Sinne. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abonnement da. Lasst gerne kein Dislike da. Lasst gerne ein Abonnement da, habe ich schon gesagt. Lasst gerne ein Like, ist, ich weiß nicht, ist auch egal. Jedenfalls würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.